Prince of Persia. Oh yeah. Was für ein tolles Spiel. Beliebige Taste drücken. Tun wir das doch. So. Gut, Prince of Persia 2008. Ich werde noch etwas über dieses Spiel hier im Spiel erzählen, sobald ich hier spiele. Ich denke mal, das werden zwei Teile werden. Gehe ich mal davon aus. Eine geht so 20 Minuten ein Teil, würde ich mal sagen. Und da sag ich mal, neues Spiel, neues Glück. Und los geht's. In den Sturm. Wechseln wir. Jetzt mal weg. Du musst nur darum bitten. Bitten musst du. Du weißt, worum ich dich bitte. Wenn dein Wunsch erfüllt ist, dann erfülle mir meinen. Der Wind ist frei. Doch der Sand geht, wohin er weht, nichts ahnend von der Welt. Wirbelnd auf dem Atem der Götter, ausgeliefert der Gnade des Sturms, der ihn erfasst. Was ist schon ein Sandkorn in der Wüste? Ein Korn mitten im Sturm. Ich sag doch, sie ist nicht hier lang. Weiter! Hey, sagt mir wenigstens euren Namen! Und ab hier können wir ihn steuern, hier am Hanswurst. Okay, ich muss mal sagen, ich bin gerade über Unziehen. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade über Unziehen. Und da ist mir dieses Spiel gerade beim Aufräumen hier so in die Hand gefallen. Und da dachte ich mir, Mensch, das war doch ein richtig gutes Spiel. Da machst du das direkt mal bei Schatzkiste. Ich sehe, dass du das noch irgendwie da hinkriegst, so mit der Steuerung. Ich habe wirklich schon ewig nicht mehr gespielt. Entschuldigt, falls es ab und zu mal etwas ruckelt. Aber ich habe hier die Aufnahme gerade zum Modell laufen. Im Hintergrund läuft noch was hoch. Der Prinz von Persien 2008. Das im Dezember 2008 für PC, Xbox 360 und PS3 erschienene Titel Prince of Persia beruht auf der Skinny Tar Engine, die bereits in Assassin's Creed und auch in Shaun White Snowboarding eingesetzt wurde. Das Spiel präsentiert sich der Produzent Ben Mattis im sogenannten Illustrativ Art Style, wodurch ein comicartiges Bild entsteht, das an Artworks erinnert. Die Entwickler bezeichnen den Grafikstil so, da es dessen Ziel sei, das Spiel am Ende wie ein Artwork in Bewegung aussehen zu lassen. Jetzt wünscht ihr sicher, wir hätten darüber geredet, was? Ja, und ihr könnt auch abhauen. Warum verfolgt ihr mich? Tu ich nicht, ich suche nur... Fahrer, hörte ich euch rufen. Ihr und eure Freundin solltet schnell weg. Freundin? Fahrer ist nicht meine Freundin, sie ist mein Esel. Ihr riskiert euer Leben für einen Esel? Ist ein guter Esel. Das und sie trägt ein Vermögen in Gold. Macht, dass ihr wegkommt. Wenn sie euch nicht bei mir sehen, ist alles gut. Hey, ihr da! Hättet ihr das nicht ein bisschen früher sagen können? Und es geht wieder weiter. Okay, gut, komm. Ups. Ups. Na, ja, hier ist ein kleiner Kletteraffe, ja. Ach Mensch. So. Cool, bin ich gut. Upsi. Ab Sturz ist er. Ab Sturz ist er. Ja, was ist denn jetzt hier? Elika!
Bleib stehen! Nein, er hat nichts damit zu tun, nein! Ich hab euch. Sie bewegen sich. Wir sollten besser hier weg. Wie habt ihr das gemacht? Ich weiß nicht. So, so. Und dass ihr zaubern könnt, ist nicht zufällig der Grund dafür, dass man uns töten will. Die wollen nicht uns töten. Die wollen euch töten. Gut, reden wir nicht darüber. Sagt mir nur, wie wir entkommen können. Nein, ich kann nicht fliehen. Ich muss zum Tempel. Ihr könnt mich wirklich runterlassen. Gebt sie frei! Ich bin gestürzt, mein Esel ist weg und irgendwer wirft mit Stein. Treibt es nicht zu bunt. Die Spielwelt ist zum größten Teil offen. In welche Gebiete mein Cordy gelangt, entscheidet sich durch die Kraftplatte, welche die Begleiterin Anita nach und nach freischaltet. Damit kann sich das Duo durch den jeweiligen Level schleudern, befördern etc. Denn aus der vorherigen Trilogie bekannter Sand der Zeit gibt es nicht. Der Prinz kann nicht sterben. Er wird immer von Elikas Magie gerettet. Elika unterstützt den Spieler auch per Tastendruck bei Akrobot, Einloggen oder im Kampf. Geht vor, ich folge. So, mir noch, Musi. Okay. Und schwupp. Schwupp. Hier ist sie, wir haben sie. Hey, halt! Wir tun euch nichts. Yeah. Hoppa, jetzt hab ich mich verbrannt. Das ist wieder ein Video. Den ist gut. So, ein kleines Affenarschloch. Dummer Affenmensch. Ach, noch einer. Ihr werdet euch nicht zwischen uns und die Prinzessin stellen. Ah ja, komm mal her. Ja, welche Prinzessin? Seid ihr eine Prinzessin? Ich stipp ganz schnell. Und jetzt hier, und dort, und machen, und zeig, und jawohl, und hier rüber. Elika, es ist vorbei. Du kannst nicht zurück. Warum lauft ihr fort? Ihr könnt nirgendwo hin. Der Kerl gibt nicht auf. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Und da sind wir wieder unten. Da ist der Tempel. Unter dem Baum. Ihr betet einen Baum an? Die Spielwelt ist zum größten Teil offen. In welche Gebiete man gerade gelangt, entscheidet sich durch die Kraftplatten, welche die Begleiterin Elika nach und nach freischaltet. Damit kann sich das Duo durch den jeweiligen Level schleudern, befördern etc. Denn aus der vorherigen Trilogie bekannter Sand der Zeit gibt es nicht. Der Prinz kann nicht sterben. Er wird immer von Elikas Magie gerettet. Elika unterstützt den Spieler auch per Tastendruck bei Akrobot, Einloggen oder im Kampf.
an. Was macht ihr denn da oben? Und Assassin's Creed. Nehmt das Ende und drückt. Was ist in dem Tempel? Drückt einfach. Gibt es Gold da drin? Niemand verfolgt uns. Los, Beeilung. Ist denn jetzt hier? Wenn es kein Gold gibt, warum ist dieser Ort so stark geschützt? Das frage ich mich auch. Das Gefängnis von Ahriman ist. Ahriman? Das Ahriman? Der große böse Gott der Dunkelheit? Was macht er? Töten, zerstören, kleine Kinder erschrecken? Wenn ihr es nicht am eigenen Leib erfahren wollt, solltet ihr mir dabei helfen? Ja, ich kann's doch. Wo ist Ahriman? Unter diesem Siegel. Danke, dass ihr mir bis hierher geholfen habt. Aber jetzt solltet ihr gehen. Ihr wollt, dass ich einfach so... Elika! Bleibt hier. Ich regel das. Ich will dich nicht wieder verlieren. Vater, nein! Ich flehe dich an! Vater? Ja, erste Bosskampf. Auf geht's. Achso, ich spiele hier mit dem Xbox 360 Controller. An der Stelle. Ich krieg gleich einen Vollanfall. Was macht denn da nichts? Nein, nicht schon wieder. Oh, mein Gott.
Sag mal, willst du mich verarschen oder was? Wieso besiege ich den jetzt nicht? Alter, bin ich gegen die Wand? Jetzt kann ich schon nichts machen. Warte, ich hab doch an der Wand. Da habe ich keine Chance. Den gegen die Wand klatschen, du wurde es, genau. Sinnlos. Oh, nö. Das gibt's doch nicht, dass ich den Ding jetzt scheitere. Also ich will da rein. Keine Chance vorwegzukommen. So musst du es machen. Ich war jetzt ein Ding von der Wildigkeit. Wir müssen hier weg. Das war jetzt echt ein Ding von der Wildigkeit, dieses Fieder zu erwischen. Ich will gleich voll kurz krampf. Wenn das jetzt das Spiel hier so weit geht, krieg ich schon voll Hobby. Soldaten. Sie waren mit ihm gefangen. Ja, außer hätten sie sich befreit. Bin ich denn beknackt? Ist das nervös? Jetzt wärst du wieder nervös. Dann kannst du doch wieder vergessen. Kommen glaube ich noch einer. Ich glaube. Ich bin gleich gegen die Wand hier und gleich hinterher. Nein! Schuppe los hier! Arschloch! Mist Sau! Hey, das ist so... Was macht denn der? Okay, wir müssen jetzt hier raus. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Auf die Maus, von gegen hinaus. Boah, das wollte auch nicht. Ups. Hätte ich doch. Verwandte, die uns umbringen wollen? Oder ist es nur euer Vater, der die Welt zerstören will? Denkt ihr, ich habe das gewollt? Also, was tun wir jetzt? Wenn uns der große Gott der Dunkelheit nicht zerquetscht, natürlich. Er kann noch nicht entkommen sein. Nicht ganz. Der Tempel muss noch die Kraft haben, ihn zu halten. Etwas ist mit den fruchtbaren Gebieten geschehen. Wenn wir zu ihnen gelangen, können wir Arimans Flucht vielleicht verhindern. Die fruchtbaren was? Dieses Land wurde geschaffen, um Ariman zu binden. Diese Gebiete geben dem Tempel Lebensenergie. Und der Tempel nährt den Baum. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen hier weg. Gut, flieht. Aber ihr werdet nicht weit kommen. Ich war auf dem Heimweg. Mit mehr Gold, als man... Ich könnte Wein haben. Frauen, Teppiche, so dick. Jetzt hänge ich hier mit einem zornigen Gott und einer verrückten Frau. Langsam. Welchem dieser Dinge machen wir, was auch immer? In diesen Bereichen können wir die fruchtbaren Gebiete nicht erreichen. Wir können sie eh nicht erreichen. Wir müssen zu diesen vier. Dann sehen wir weiter. Wenn ich nur diesen Esel fände. Teppiche, so dick, so dick. Okay, drücke Select-Taste, um die Weltkarte zu öffnen. Machen wir das mal.
Mach ich. Halt. Und jetzt? Dieses Gebiet sind gesperrt. Ihr müsst die Kraft des Tempels freischalten, um zu reichen zu können. Ja, und wie jetzt? Was muss ich jetzt machen? Gespürt werden, sobald ihr Liebe genügt. Ja, ihr müsst ein Ziel auswählen. Ah, jetzt. Okay. Jo, was? Nehmen wir gleich mal. Prima Müll. Was nehmen wir denn mal? Hm? Fangen wir hier an. Nun, da ihr ein Ziel gewählt habt, könnt ihr die Weltkarte mit der Selektaste wieder verlassen. Ja, dann machen wir doch das. Drück nochmal. Aha, ein Zini. Der Zini da drüber. Na gut, ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil. Und der zweite folgt zugleich. Dann, Freunde, bis gleich. Ciao.